Wie würden Sie die Stimmung dieser Tage beschreiben? Naja, das war ja so euphorisch und das war totaler Ausnahmezustand. Unser Haus war voll Leuten und ein Kommen und Gehen und der blaue Dunst auf der Straße. Und ja, die Freude war grenzenlos. Das war damals ganz üblich, ne? Dass man Leute, auch wildfremde Leute, bei Ja, sich zu Hause zu Besuch hatte, die einfach mal sicher. gucken wollten. Ja, und da sind viele Freundschaften entstanden, die auch heute noch Bestand haben. Was hat man denn dann gemacht? Hat man getrunken oder gegessen oder unterhalten sich? Ja, es wurde natürlich Kaffee und Kuchen gereicht, ist ganz klar. Und genauso war es ja, wo wir das erste Mal denn nach Asbach kamen. Der ehemalige Saal war gefüllt und jeder aus dem Dorf hat irgendwas gebracht und ja, Feierstimmung.